Hallo, Herr Geist, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play. Natürlich zu Let's Play Hogwarts Legacy. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir machen heute weiter. Wir sollen den zweiten Orientierungspunkt von Arthurs Staatskarte finden. In dem Text stand drin, dass es in Innenhof sein muss. Es muss irgendwas mit einer Schatzkarte zu tun haben. Jetzt müssen wir gerade mal gucken, ob wir hinten, ob wir eine Möglichkeit finden. Ich muss gerade runter. Und in den Innenhof zu kommen. Lumos. Mal gucken. Ja. Oh, warte mal, warte. Warte, das Kiste, das ist links. Was sind die jetzt hin? Ich hab doch gerade eine. Da flog da gerade eine Seite rum, oder nicht? Okay, wir haben eine neue weitere. Eine weitere Flurflamme entdeckt. Das sind die Stundengläser, ne? Das wollte ich eigentlich mal tatsächlich geguckt haben, wo die stehen. Aber leider. Leider. Sehen die immer noch ein bisschen mau aus. Also halt, wie gesagt, man wird für seine Taten. Für seine Taten nicht belangt. Sagen wir es mal so. Was haben wir denn hier? Eine warten. Einmal warten. Ich versuche gerade mich ein bisschen, also mal so ein bisschen. Lumos. Aber ich glaube, wir haben noch nicht alle Spuren. Wir haben noch weitem nicht alle Zauber. Die kriegen wir noch irgendwann. Also die unverzeihlichen auf jeden Fall. Also das Flüch haben wir ja sowieso, aber weitem noch nicht alle. Expelliarmus. Ich muss mal. So, das war das, was ich haben wollte. Zwischendurch muss ich mal meine Zauber ein bisschen umstellen. Das ist die große Halle, ne? Nee, ist es nicht. Lumos. So, warte mal. Siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Schöner Augen der Nacht, außerhalb der Betten. Sind die aus der verbotenen Abteilung? Nein. Und das ist. Leviose. Schleichen hier vorbei. Und holen sich gefährliche Bücher. Die sind echt aus der verbotenen Abteilung. Ja, halt die Klappe. Genug. Hier. Vielleicht finden sie das Fegen des Hofes produktiver. Was? Ein Besen und nicht zum Fliegen? Ja, ganz genau. Und lassen Sie sich das eine Lehre sein. Verboten heißt verboten. Ach, ich fühle mich wie ein Muggel. Ich habe mir eins angesehen. Da stand etwas über den Cruciatusfluch. Ach, sei still. Lumos. Ja, es ist manchmal super interessant, so ein bisschen was zu sehen. So, warte mal.
Besen dürfen wir wahrscheinlich nicht, oder? Doch, dürfen wir. Warte mal, Drachen. Warte mal, ist das nicht der? Das ist ein Einhorn, ne? Warte mal, ich muss gerade jetzt gucken, wo der zweite Orientierungspunkt von der Schatzkarte ist. Was er gesagt hat. So, Aufträge. Und zwar das geheime Lager am Schloss, genau. Für den zweiten Orientierungspunkt von Arthurs Schatzkarte. Es sieht so aus, als sollte ich einen Drachenboden finden. Der Baum im Hintergrund lässt mich vermuten, dass es sich in einem Innenhof befindet. Eine Tür dahinter ist eingekreist. Okay. Ich gehe mal ein bisschen nach oben. Also er sagt Innenhof, Innenhof. Eine Drachenstatue. Das ist was anderes, das ist kein Drachen. Im Dunkeln ist es halt ein bisschen schwierig rauszufinden. Was ist das hier? Das ist doch eine Drachenstatue, ne? So, Baum im Hintergrund. Eine Tür dahinter ist eingekreist, hat er gesagt. Lumos. Warte mal. Da ist irgendwas. Was haben Sie jetzt vor? Nee, das ist ein Seeungeheuer. Das ist, glaube ich, keine Statue, keine. Kann ich bitte das Ding mal sehen? Karte finden. Ach, hier irgendwo. Oder was? Okay, wir müssen noch mal raus und dann ein Stück weiter in den Innenhof. Okay. So, jetzt muss ich schon wieder hoch. Jetzt hat es natürlich den Vorteil, dass es hell wird. Jetzt sehe ich ein bisschen mehr. Da ist der Brunnen. Perfekt dahinter. Gut. Schlüssel sind zurück. Genial, oder? Ist alles in Ordnung? Ja, tut mir leid. Es ist nur... Ich bin übrigens Nelly. Ich freue mich nur so, dass die daedalischen Schlüssel zurück sind. Was für Schlüssel? Die daedalischen Schlüssel. Die hast du sicher herumfliegen sehen. Nicht wirklich. Angeblich wurden sie vor Jahren von einer früheren Schulleiterin, Professor Maul, verzaubert, um den Inhalt einiger Schränke zu schützen. Professor Black hatte keine Lust, sie zu entzaubern, und sie tauchen alle paar Jahre wieder auf. Versuch doch, einen zu fangen. Warum sollte ich? Jeder Schlüssel führt dich zu einem verschlossenen Schrank im Schloss. Wenn du den Schlüssel ins Schrankschloss bekommst, was nicht leicht ist, findest du vielleicht eine Belohnung. Okay. Vielleicht versuche ich's mal. Das solltest du. Ich glaube, ich habe sogar einen Schlüssel im Astronomieturm gehört. Halte die Ohren offen. Ich tue mein Bestes. Ich hoffe, du folgst wenigstens ein paar Schlüsseln. Warte. Ich wollte jetzt eigentlich was anderes machen. Ich wollte nämlich eigentlich den Auftrag hier weitermachen von dem
von dem Lager hier. Das Ding wollte ich machen. Falls was drin ist. So, er sagte dahinter eine Tür und Baum. Der Baum ist der hier. Rivelio. Ja, super. Lumos. Ach, hier kommen. Expelliarmus. Protego. Okay, wir kriegen das Tor eigentlich nur auf. Ohne nutzt durchaus kreative Lehrmethoden. Zwar nicht immer, aber erst mit Begeisterung. Okay, hinter die Tür ist eingekreist. Es kann also eigentlich nur diese Tür sein. Oder ist es die? Warte. Oder ist es die? Er zeigt mir ja immer noch den Punkt an. Warte mal. Also glaube ich nicht, dass das die Tür ist. Die Tür war, die ich eben gesehen habe. Warte mal. Da schon. Nach einer Treppe suchen, die nach oben führt. Die hier, oder was? Die Treppe sieht vielversprechend aus. Findet Gemälde von Arthurs Schatzkarte. Das Porträt auf der Karte. Ist hier, oder? Wo ist der Schatz? Warte. Ich hab noch nicht jetzt. Geheimräume. Ne, warte mal. Aufträge. Dass der immer wieder auf die falschen Dings springt. Dieses Gemälde verbirgt im Arthurschatz ganz dort finden, dass er ein bisschen markiert und ich jetzt mein Geheimnis griff. Okay. Nee. Akio. Akio ist nötig. Weil da oben ist ein Ring dran. Und ich vermute, dass das Gemälde zurückgeklappt werden kann. So. Warte mal. So, so. Hatte ich nicht. So. In dem Porträt war eine Tür versteckt. Okay. Und da ist was. Was ist wohl aus Arthurs Suche geworden? Ein Historiker-Uniform. Eine echte Historiker-Uniform. Okay, cool. Haben wir zumindest mal das. Jetzt muss ich gerade gucken. Ja, nicht. Sammlung habe ich, oder? Was habe ich denn jetzt? Hier ist was. Ah. Ein Nummer passend für einen angehenden Historiker. Okay, das ist nur eine kosmetische Sache. Ach, wow. Cool. Wir haben zumindest die Aufgabe, oder? Wenn ich richtig im Kopf habe. So, das nochmal die Randbruchseite, die ich natürlich jetzt Hogwarts-Handschuhe. So, Sammler in Hogwarts 15 Handbuchseiten. 8 haben wir, 2 haben wir, gut. 2 Handbuchseiten und Hogsmeade. So, hier ist auch irgendwas. Das. Okay. Wahrscheinlich erstmal Handschuhe. Okay. Gut. Ja, immerhin etwas. So, Aufträge. Guck mal, was wir als nächstes haben. Haben wir noch irgendwas erledigen oder ist da jetzt das Thema durch?
Achso, nee, ich soll den Archer zurückholen. Und dann kriegen wir jetzt unsere Belohnung. Okay. Kehre zu Arthur Plumli. Oder Plumli. Plim Plam Plumli. So. Ja, ich hab's schon gesehen. Da unten war eine Katze. Habe ich auch schon mal ein paar Mal gestreichelt. Jetzt dürfen wir hier natürlich nicht fliegen, klar. Aber es macht tatsächlich mit dem Wesen schon wieder viel einfacher als er macht es mit dem Wesen auf jeden Fall einfach, durch die Gegend zu reisen. Rein theoretisch müssen wir auch immer mal das die Feuer, die Flohfeuer so ein bisschen freischalten. Ja, okay, genug Aufträge. Wir haben noch sehr, sehr viele Aufträge offen. Revelio. Okay. Ich dachte, wäre jetzt irgendwas Interessantes gewesen. Da ist der Arthur. Weißt du schon mehr? Ich habe deine Links gemacht. Arthur, ich wollte dir sagen, dass die Karte zu einer Tür führte, die in einem Porträt versteckt ist. Oh, wie clever. Meine führte zum Bootshaus. Kaum hatte ich den Schatz gefunden, kam der Schulleiter. Er hat mich verscheucht, aber da hatte ich schon ein paar Galionen eingesteckt. Was hast du gefunden? Ich glaube, ich habe die Uniform eines Historikers gefunden. Oh, du Glückspilz. Dann hatten wir ja beide Erfolg. Toll, dass du mitgemacht hast. Weiter geht's zum nächsten Hogwarts-Geheimnis. Ob ein schneller Blick durch Weasleys Büro wohl etwas Interessantes offenbart? So, hier gibt's wieder ein weiteres Dings. So, haben wir noch irgendwas offen jetzt? Zumindest was,13, ja, wir müssen ja leveln, ne? Wir brauchen ja Level. Wir könnten hier die Pulso. Hier können wir noch nicht weitermachen mit Utkots Helm. Ich muss den Fokus tragen. Ich brauche die 1200 Galleonen. Das ist es halt einfach. Also wir haben noch ein bisschen Nebenaufgaben. Wir haben noch das Akio-Spiel, wir haben noch die Erscheinungsbilder. Wir haben mit die Melder noch, wir haben den Schlüssel im Astronomieturm. Komm, wir machen noch den Schlüssel. Wir machen noch den Schlüssel. So, jetzt muss ich kurz im Astronomieturm reisen. Haben wir hier auch immer ein Feuer offen? Ja, hier, oder? Ist das nicht jetzt? Gut, dann machen wir die zwei Sachen. Wir müssen tatsächlich zu Fuß hoch. Also wieder irgendwas, was ich finden kann.
Alle bei der Handbuchseite. Was darin wohl geht? So. So, damit sind wir im Astronomieturm. Und hier ist das Flurfeuer, das Flurflammfeuer. Und jetzt gehen wir hier mal hoch eben schnell. Ein daedalischer Schlüssel. Wohin der mich wohl führt? Das freut mich auch alle. Finde den Schrank des daedalischen Schlüssels. Ist der oben oder unten? Der ist wahrscheinlich hier unten irgendwo, ne? Frage, wie weit muss ich runtergehen? Ist er hier in dem Raum? Kann das sein? Ja. Da ist der Schrank. Wie bekomme ich den Schlüssel rein? Das war es. Volltreffer versenkt. Alte Münze. Vielleicht kann Nelly etwas damit anfangen. Eine Hausmarke. Ja, warte, lass mich doch mal hier umgucken. Ja, ich brauch dringend alle Humora. Okay, das ist jetzt wichtig. Gut, dann gehen wir mal kurz zu Nelly runter. So. Ich sehe schon wieder nichts. So, hier. So. Hogwarts hat mich und meine Geschwister nicht. Revelio. Ja, ich benutze die einfach aber nicht so. Ich bin ja so ein Angreifer, aber klar, zwischendurch musste die mal. Muss man mal so ein bisschen auf die Statuen gehen. Bist du hier? Warte mal, das ist ein Lumos-Ding, ne? Dann diesen Lumos-Ding. So. So. Und so. Lumos. Okay. Nelly, Nelly, Nelly. Einmal zu Nelly, bitte. Und die Hausmarke abliefern. Und da wird sie uns wahrscheinlich erklären, dass wir noch mehrere so Sachen verstreut sind. Oder warte mal. Kannst du einem der daedalischen Schlüssel folgen? Ja. Hallo, Nelly. Ich konnte einen daedalischen Schlüssel ins Schloss bekommen. Großartig. Was hast du im Schrank gefunden? Eine überaus merkwürdige Marke. Sieht wie ein Hausabzeichen aus. Ich wette, das öffnet Haustruhen. Oh. Ich nenne sie Haustruhen. Ich habe sie in Gryffindor gesehen und gehört. In den anderen Gemeinschaftsräumen gibt es auch welche. Halte nach ihnen Ausschau.
Ja, wir wissen auch wo. Ich hoffe, du machst weiter. Bei so viel Mühe muss. So, warte mal, das machen wir kurz eben schnell noch. Die große Treppe. Warte mal, Slytherin. Gemeinschaftsraum. Da reisen wir kurz hin. Oder gucken wir mal, wie unser Haustruhe. Die hat sich. Das ist meine Haus. Ich brauche. Ja. Ich sollte das erledigen und die Slytherin Haustruhe finden. So, das haben wir erledigt. Also, es gibt tatsächlich mehrere. So wie wir das jetzt schon gesehen haben. So. Gut. Aufträge erledigt. Gut. Warte mal, haben wir das noch? 16 insgesamt. Also, finde die restlichen Ausmarke, die sich in Hogwarts befinden. 1 von 16. Das sieht so aus, als hätte der nach Daedalischen, weil der Daedalische Schlüssel. Gut, das war die Aufgabe, das dauert halt alles noch ein bisschen. Trollpuppe und limitierter Gegner, das machen wir dann, würde ich sagen, ohne als Aufgabe. Dann nehmen wir nicht Descendo. Und dann kommen wir nämlich, nee, die Pulse ist es. Ich brauche dringend die Kohle für den Dingstrank. Ich würde sagen, Professor, ohne als Aufgabe. Das gehen wir dann in der nächsten Folge an. Bis dahin. Tschüss.